Hirse stampfen. Stundenlange Arbeit für eine bescheidene Mahlzeit, die oft nicht reicht, um satt zu werden. In Kongusi arbeiten die Frauen hart, um für das Überleben der Familie zu sorgen. Kongusi ist eine Gemeinschaft von 3 Dörfern im Norden Burkina Fasos, die zu den 15 Millenniumsdörfern der Welthungerhilfe gehört. An ihrem Beispiel soll gezeigt werden, dass Hunger und Armut erfolgreich bekämpft werden können. Im Dorf leben nur noch die ältesten Männer. Die meisten Jungen sind in Nachbarländer ausgewandert, um Geld zu verdienen. Karge Böden und eine Trockenzeit, die sich über ein halbes Jahr erstreckt, verhindern eine ausreichende Versorgung der Dorfbewohner mit Nahrung. Es fehlt an Saatgut und an Geräten für den Ackerbau. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt nur 52 Jahre. Die meisten Bewohner sind Analphabeten. Nur 42% der Kinder besuchen eine Schule. Manche müssen dafür bis zu 10 Kilometer zu Fuß laufen. Bauer Rasmané Onedra Ogo zeigt uns seinen letzten Hirsespeicher, der noch voll ist. Doch der Vorrat wird bis zur nächsten Ernte nicht reichen. 12 Familienmitglieder muss der 77-Jährige damit ernähren. Manchmal kann ich etwas Gemüse auf dem Markt verkaufen. Für das Geld bekomme ich etwa eine Dose voll Hirse. Das reicht gerade für einen Tag. Sauberes Trinkwasser gehört zu den größten Problemen. Wasser holen ist Aufgabe der Frauen und Mädchen. An den wenigen Brunnen bilden sich Tag und Nacht lange Warteschlangen. Bevor es den Brunnen hier gab, musste ich zum See, um Wasser zu holen. Doch auch heute noch muss ich 5-mal am Tag zum Brunnen, damit es für die ganze Familie reicht. Einige neue Brunnen sind in Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe in dieser Gegend schon entstanden. Die Wege zum Wasser haben sich deutlich verkürzt. Doch es reicht noch lange nicht. Und so ist der Bau weiterer Brunnen fest geplant. Ein Festtag im Millenniumsdorf. Die Dorfbewohner feiern die Eröffnung einer neuen Schule, die sie zusammen mit der Welthungerhilfe gebaut haben. Ingeborg Schäuble, die Vorsitzende der Welthungerhilfe, lobt in ihrer Ansprache das Engagement der Stadt Düsseldorf für dieses Projekt. Ingeborg Schäuble eröffnet die neue Schule. Sie ist in enger Kooperation mit der örtlichen Partnerorganisation Soot Noma entstanden. Viele Dorfbewohner haben daran mitgearbeitet. Eine weitere Schule wird bald im Nachbardorf entstehen. Komm, die sind dort, in Wien. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Düsseldorf. Gemeinsam schaffen wir eine neue Zukunft. Viele Menschen hier leiden an Unterernährung und Mangelerscheinungen. Deswegen hat die Welthungerhilfe ein Zentrum für Ernährungsberatung eingerichtet, das vor allem Frauen Kenntnisse für eine ausgewogene Ernährung vermittelt. Auch die hohe Kindersterblichkeit soll durch bessere Ernährung bekämpft werden. In diesem Zentrum werden alle Kinder monatlich gewogen, ihre Entwicklung beobachtet und dokumentiert. Nach dem Gesundheitscheck gibt es für alle Kinder eine nahrhafte Suppe. Ja.
Aus diesen Zutaten sollte eine ausgewogene Mahlzeit bestehen. Hirse, Tomaten, Zwiebeln und Sumbala-Kernen, erklärt die Ernährungsberaterin. Um allen Kindern regelmäßig ein gesundes Essen zu ermöglichen, müssen noch große Anstrengungen unternommen werden. Und die beginnen bei der Bewirtschaftung des Bodens. Nach heftigen Regenfällen wurde die Humusschicht der steinigen und wenig wasserdurchlässigen Ackerböden oft weggespült. Durch das Aufschichten von Lavasteinen werden jetzt Erosionswälle gebaut. Diese Barrieren verhindern das Wegspülen wertvoller Erde. Das Wasser kann in den Boden einsickern, der Acker bringt mehr Ertrag. Bisher ernährten sich die Bewohner fast nur von Hirse. Für eine ausreichende Vitaminzufuhr aber ist der Anbau von Gemüse unerlässlich. Zu diesem Zweck wurde auch diese Pumpstation angeschafft, die Wasser aus einem benachbarten See auf ein Gemüsefeld pumpt. Auf diesen bewässerten Feldern ist jetzt zum Beispiel der Anbau von Zwiebeln und Mais möglich. Wenn früher die Ernte aufgebraucht war, mussten wir hungern. Doch jetzt kann ich Zwiebeln und Mais verkaufen und bekomme Essen für meine Familie dafür. Erste Fortschritte im Millenniumsdorf sind sichtbar. Doch es wird noch jahrelanger Anstrengungen bedürfen, den Menschen in Kongosi ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.